Es waren einmal zwei Jungen, die gemeinsam auf Wanderschaft gingen. Hans hatte sich zum Ziel gesetzt, woanders anzukommen. Jakob jedoch, der mit ihm lief, der ließ seinen Schritten so freien Lauf, wie auch seinen Gedanken. Da traten die beiden aus einem dichten Forst heraus. Und sie fanden sich am Rande einer steilen Klippe wieder, gesäumt von Sträuchern und kargem Fels. Unter ihren Augen aber lag ein Wald, der reichte bis zum Horizont. »Sieht aus wie das Ende der Welt«, sagte Hans. »Es gibt kein Ende der Welt«, erwiderte sein Kamerad. »Aber die Welt hört doch auf irgendwo.« »Nicht, wenn die Sterne zur Welt gehören.« So saßen sie eine Weile und schwiegen. Und schweigend saßen sie da, bis alles um sie herum in Dunkelheit versank. Am Himmel aber glitzerten die Sterne. Und Hans ergriff wieder das Wort. »Die Sterne gehören wohl zur Welt«, räumte er ein. »Ja, sie gehören dazu«, bestätigte Jakob. »Es gibt kein Ende der Welt.« »Aber was ist hinter den Sternen?« »Was meinst du mit hinter den Sternen? Was soll da sein?« »Nichts.« »Es gibt kein Nichts. Aber sieh doch«, Hans zeigte zum Himmel, »zwischen den Sternen ist nichts.« »Nein, zwischen den Sternen ist Leere. Es gibt viel Leere, aber kein Nichts«, sagte Jakob. Und er fügte hinzu, »Nichts ist nicht mehr als eine Idee. Noch nie hat jemand nichts gesehen, gefühlt oder erlebt.« Erneut versanken die beiden ins Schweigen. Und sie schwiegen, bis die Dämmerung des Morgens den Horizont wieder sichtbar werden ließ. Die beiden Jungen standen auf und liefen auf die Klippe zu. »Und der Tod?«, fragte Hans. »Was soll der Tod schon ändern?«